Es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Jetzt am Anfang wird es etwas theoretisch, aber sehr interessant. Zumindest für alle die, die sich dafür interessieren. Aber ansonsten hättest du ja auch nicht eingeschaltet. So, tief Luft holen. Ich habe so viel, was ich euch erzählen möchte heute. Ich habe jetzt lange Zeit nicht gefilmt, weil es geht einfach im Moment nicht, wegen Hochladen. Okay, das nur kurz am Rande, ist jetzt gar nicht so wichtig. Wir kommen mal kurz zu den Pflanzen. Ja, zu den Pflanzen. Wachstumsfaktoren. Wasser, Licht, Nährstoffe und Wärme, also Temperatur. Das brauchen die Pflanzen zum Wachsen. Und natürlich unsere Pflege, also unsere Augen, unsere Betrachtung in dem Sinne für die Pflanzen, denn ansonsten funktioniert das auch nicht. Im Haus natürlich. So, ich fange an. Zwar mit einem Experiment, das wir vor einem Jahr angegangen sind in dem Sinne. Und zwar geht es hier um die Chili. Nein, es geht heute nicht um Chili. Das ist einfach nur eine Pflanze hier als Repräsentant, sagen wir mal. Ne? Das ist eine Chili. Sie ist ein Jahr alt. Sie steht ein Jahr lang hier im Topf, also nächste Wachstumsfaktor könnte man auch sagen, tatsächlich Topfgröße, Volumen, Erdvolumen in dem Sinne, also die Erde an und für sich, also haben wir schon 5 Faktoren. So, hier haben wir noch eine, das Geschwisterchen, das sieht so aus. So, soweit sehen sie eigentlich ganz gut aus, nach einem Jahr in solch einem kleinen Topf. Kommen wir als allererstes zum Licht. Sie stehen bei uns auf dem Fußboden, im Prinzip schon seitdem sie damals etwas gewachsen waren, bei etwa 200 Lux. Also wenig, ganz wenig Licht. Ganz, ganz wenig Licht. Wieso sind sie dann trotzdem so grün und nicht, sage ich mal jetzt, explodiert und in die Höhe geschossen, hast du nicht gesehen? Ja, ganz einfach, weil sie beim nächsten Faktor, nämlich Wasser, ganz, ganz, ich sag's mal, mager gehalten wurden. Das heißt, sie werden nur gegossen, wenn sie Wasser wirklich brauchen. Das heißt also, kurz bevor sie verdursten, dann bekommen sie wieder einen Schluck Wasser. Das ist schon mal soweit, denke ich mal, interessant mitzunehmen. Das nächste sind natürlich die Nährstoffe. Ja, gedüngt habe ich fast gar nicht. Also wir haben tatsächlich hier nur mit Osmosewasser gegossen. Und wenn die Pflanze mal ein Anzeichen hatte von Nährstoffmangel, das ist im Prinzip einmal im Monat gewesen, vielleicht seitdem her, das jetzt her ist, also sehr, sehr wenig, wurde tatsächlich auch gedüngt, aber auch nur verhalten dementsprechend. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, sporadisch. Ne? Je nachdem, was ich gerade angesetzt hatte, was ich zur Verfügung hatte, haben sie dann einfach mal einen kleinen Schluck Dünger bekommen. Ja, und trotz alledem sehen sie sehr gut aus. Also Licht, wenig Licht, Wasser, wenig Wasser, Nährstoffe, wenig Nährstoffe. Temperatur hier bei etwa 20 Grad, also relativ warm. Das heißt, sie müssten eigentlich von der Wärme auch hergegeben sein, dass sie stark wachsen. Ist aber halt nicht gegeben, tatsächlich aus einem ganz einfachen Grund, das ist dann Nummer 5, weil sie ganz wenig Erde haben. Und von daher ist das hier also relativ schnell, ich sag mal, zu handhaben in dem Sinne, dass sie ja da so schnell das Wasser verbraucht, die Pflanze das Wasser schnell verbraucht und dementsprechend das hier sehr schnell wieder zur Trockenheit führt in dem Sinne. Die Pflanze dann irgendwann wieder etwas schlaffe Blätter bekommt und dann tatsächlich erst wieder gegossen wird. Also diese 5 Faktoren waren jetzt diese Sache in diesem Jahr, was eine ganz wichtige Rolle gewesen ist. Das hat sich so nach und nach herausgestellt. Anfangs wurden sie ganz normal gepflegt, bis dann irgendwann, ich wusste nicht wohin damit, dann standen sie auf dem Fußboden und dementsprechend wurden sie vernachlässigt und diese 5 Faktoren spielten jetzt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja, Licht ist natürlich ein Thema. 200 Lux ist wirklich sehr wenig. Chilis wachsen tatsächlich am besten bei 1500 bis 3000 Lux ist vollkommen ausreichend. Mehr brauchen die gar nicht. Also da brauchen wir keine Powerlampe in dem Sinne. Das ist denen voll genügsam. So, wir werden sie auspflanzen dann jetzt demnächst, wenn es draußen wärmer wird, weil so lange behalte ich sie tatsächlich noch in einem kleinen Pöttchen. Und dann werden sie tatsächlich erst rausgepflanzt. So, das war jetzt ein Experiment, aber davon ableiten kann man natürlich ganz klar sagen, wenn man jetzt überschüssige Pflanzen hat, ne, nicht gleich alles in große Töpfe pflanzen, lass die Dinger ruhig in kleinen Pötten. Pfleg sie verhalten. Okay, du darfst sie natürlich nicht verdursten lassen. Ja? Also wenn sie ganz trocken sind, dann wachsen sie natürlich nicht weiter. Und beim Düngen wirklich aufpassen, weil wenn Salze im Boden, ne? Also hier haben wir ja nicht viel Erde in dem Sinne, ne? Unsere liebe Erde, unsere Welt, ja, nicht viel. Ne? Und das heißt so Klartext, wenn du hier wirklich regelmäßig düngen würdest, so wie die Pflanze es eigentlich bräuchte, würden diese Nährstoffe nicht verbraucht. Das heißt, im Klartext hier sammelt sich Salze drin an. Das sind Nährstoffe in dem Sinne, gibt es verschiedene.
Ja, die Salze führen dazu, dass die Salze, oder die Salze führen nicht dazu, sondern die Salze entziehen der Pflanze Wasser. Also will die Pflanze sofort sterben, in dem Sinne, wenn hier der Topf einmal austrocknet. Also das ist natürlich ein Faktor bei den Nährstoffen, den man wirklich berücksichtigen muss. Also du kannst die Pflanze nicht zum Wachstum anregen, indem du sie einfach düngst. Faktor Erde, Größe, Topfvolumen, Wachstum hast du nicht gesehen, Licht, Wasser. Ganz, ganz wichtig, dass man das mal so ein bisschen, denke ich mal, verinnerlichen kann, dass Pflanzen tatsächlich nicht immer das Optimale brauchen, um, ich sag's mal so, am Leben erhalten zu werden. Das sind so Kleinigkeiten, die man dementsprechend bei dem grünen Daumen berücksichtigen kann. So, das nächste ist jetzt, wo ich darauf angesprochen wurde, in einem Kommentar, das fand ich mega cool, weil das interessierte mich dann auch, durch die Anregung des Kommentars dementsprechend. Wie ist das denn jetzt mit dem Wasser, und das wir aufgedüngt haben? Das wird ja transportiert, wird transportiert, ich weiß ja gar nicht, um was es geht. Es geht um die Selbstbewässerung, in dem Fall. Auf der Art und Weise, kennen wir ja alle schon. Hier ist jetzt so gegeben, dass wir einen Wasserbehälter haben. Ich hoffe, ich kriege das jetzt so hier vorsichtig hin. Nein, wahrscheinlich nicht. Da müsste ich mich eigentlich für hinstellen. Moment mal, ich versuche es mal gerade. Ich meine, die meisten kennen es von euch, aber ich muss es ja demonstrieren, sonst weiß der eine oder andere nicht, um was es sich hier handelt. Also hier ist ein Wasserpott mit Nährstoffen drin, Dochte in dem Topf hier oben drin. Und dementsprechend wird das Wasser nach oben gesogen, dadurch, dass die Pflanze Wasser verbraucht und auch hier Wasser verdunstet an der Oberfläche. Das heißt also, der Docht zieht dementsprechend Wasser nach, weil wenn der Docht hier anfängt, etwas trockener zu werden, saugt der Wasser von unten nach oben, dementsprechend Wasser und Nährstoffe nach oben transportiert. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn du jetzt immer nur hier unten Wasser reingießt mit Nährstoffen, das saugt sich immer nach oben. Pflanze verbraucht das Wasser natürlich dementsprechend, aber die überschüssigen Salze, die jetzt mit transportiert werden nach oben, lagern sich irgendwann im Substrat ab, an in dem Sinne, und dann würden die Wurzeln tatsächlich mit der Zeit hier auch leiden, dementsprechend auch mal kaputt gehen. So, da stellt sich jetzt die Frage, wie ist das denn jetzt, wenn wir, ja, ich... Wie soll ich das jetzt sagen? So, wir haben jetzt zwei Gläser stehen. Ne? Zwei Gläser mit einer Dochtverbindung. Hier haben wir Nährstoffe drin, aufgedüngt das ganze Wasser mit 1084 Mikrosiemens. Und hier haben wir reines Wasser, also Osmosewasser. Das hatte dann tatsächlich 26 Mikrosiemens. Es stellt sich jetzt die Frage, gibt es denn einen Konzentrationsausgleich von der Einflüssigkeit zu der anderen über die Dochtmethode in dem Sinne? Tatsächlich ist es so, dass das nicht oder nur minimalistisch gegeben ist. Wir haben jetzt tatsächlich hier noch knapp 1070 Mikrosiemens, hier haben wir knapp 30 Mikrosiemens, also kaum eine Veränderung innerhalb von 24 Stunden. Ja, das war jetzt nur einfach mal, um dann halt tatsächlich zu zeigen, dass der Docht selber im Prinzip nicht die Nährstoffe in ein anderes wässrige Lösung, also Wasser in dem Sinne, transportiert. Das passiert tatsächlich nur dann, wenn der Docht im Topf ist, die Pflanze Wasser verbraucht, die Erde Wasser verdunstet, dementsprechend wird der Bereich trockener, das heißt also, der Docht zieht Wasser nach oben, dementsprechend mit den Nährstoffen natürlich. Ja, das war jetzt so gegeben, das wollte ich wissen, ob das jetzt so gegeben ist oder nicht so gegeben ist. Also das wissen wir jetzt, das haben wir so mitgenommen, dass ihr diesen Test nicht selber machen braucht, für alle die das interessieren. Ja, das ist schon sehr interessant und wichtig zu wissen, dass tatsächlich von Flüssigkeit zu Flüssigkeit die Nährstoffe nicht transportiert werden über den Docht dementsprechend, sondern tatsächlich nur, wenn die Pflanze Wasser verbraucht oder die Erde Wasser verdunstet in dem Sinne, und dann steigt tatsächlich das Wasser nach oben und dementsprechend die Nährstoffe gleich mit. Und darum müssen wir, das war ja eigentlich das, um was es geht, Salzanreicherung im Substrat, müssen wir tatsächlich auch die Pflanze hier von oben gießen, um die Konzentration hier drin wieder auch verringern zu können, damit hier sich also nicht zu viele Salze ansammeln. Das mache ich also auch regelmäßig. Ich gieße tatsächlich diese Pflanze ganz normal, wie andere Pflanzen auch dementsprechend, damit halt die Konzentration nicht zu hoch steigt. So, tatsächlich ist ja nur so, dass es eine Selbstbewässerung ist. Das heißt, das Ganze muss selbstständig eigentlich funktionieren. Funktioniert auch, aber wie gesagt, man muss ab und zu auch mal von oben gießen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ansonsten lagern sich zu viele Salze ab und die Wurzeln leiden. Dementsprechend kann die Pflanze tatsächlich auch eine Mangelerscheinung zeigen, weil sie tatsächlich keine Nährstoffe mehr richtig transportieren kann, beziehungsweise Wasser gegeben dementsprechend mit Nährstoffen, die da drin gelöst sind im Wasser. So, das war mir jetzt ganz wichtig, dass wir das mal kurz abpacken, damit ich das aus dem Kopf kriege, weil das war, ja, Licht, Thema Licht ist ganz wichtig, weil wir haben ja eine neue Lampe, eine Pflanzenlampe. Bisher haben wir diese Aquariumbeleuchtung, die Easy LED, das ist eine richtig coole Lampe, also da wächst bei uns alles drunter, na, fast alles, Bei Gemüse klappt das nicht so gut, aber alle anderen Sachen
wachsen wunderbar darunter. Jetzt ist so gegeben, dass diese Easy LED tatsächlich weniger Licht, Menge an Licht abgibt als die Pflanzenlampe, die wir jetzt haben. Die hängt hier oben drüber, deswegen zeige ich mal da. Ist jetzt momentan nicht an. Jetzt hat sich das so gezeigt tatsächlich. Wir haben diese Beleuchtung hier, also die Easy LED, die Aquariumbeleuchtung, circa 16 Stunden am Tag an. Das ist eine recht lange Zeit. Gut, aber wie gesagt, die geben jetzt nicht ganz so viel Licht und von daher ist es besser, wenn man tatsächlich das Licht dann länger anlässt, damit die Pflanzen ausreichend mit Licht versorgt werden. Jetzt ist so gegeben, bei der neuen Lampe, die wir haben, die hat viel mehr Licht, was sie abgibt. Also wie viel mehr weiß ich jetzt gar nicht, muss ich gleich mal ausrechnen. Auf jeden Fall eine Menge mehr. Das heißt im Klartext, dort müssen wir das Licht nicht 16 Stunden anlassen, sondern es kann durchaus ausreichend sein, dass wir vielleicht 6 Stunden oder 8 Stunden das Ganze nur laufen lassen müssen. Das muss ich allerdings noch ausprobieren. Tatsächlich ist es aber so gegeben, umso stärker das Licht ist, umso weniger muss es dann dementsprechend an sein. Aber das muss man auch so ein bisschen ausprobieren, austesten. Da muss ich erst noch Erfahrungen sammeln. Jetzt im Laufe des Jahres werden wir auf jeden Fall gemeinsam weiter verfolgen mit dieser Pflanzenlampe, weil das finde ich nämlich eine mega coole Sache, dass wir jetzt so darauf gekommen sind oder ich euch das dementsprechend sagen kann, dass tatsächlich umso weniger Licht eine Lampe abgibt, umso länger muss das Licht an sein, dementsprechend für die Pflanzen, damit sie ordentlich in der Fabrik arbeiten können, sagen wir es mal. Ne? Die Pflanze sehen wir dementsprechend als Fabrik. Das Licht ist ja ein Energiegeber in dem Sinne und umso schwächer das Licht ist, umso länger muss es an sein, damit die Fabrik dementsprechend funktionieren kann. Umso stärker das Licht ist, tatsächlich umso kürzer brauchen wir das Licht dementsprechend auch nur anlassen. Das gibt natürlich auch, ich sage mal, in der Anzug jetzt im Haus einen ganz positiven Effekt oder Aspekt. Das heißt, du kannst tatsächlich das Licht, so wie ich es jetzt habe, ich habe es ausgemacht, das schadet den Pflanzen nicht, das ist denen vollkommen schnuppe. Die haben also ausreichend Energie getankt jetzt schon mit dem Licht und von daher können wir zu gegebener Zeit das Ding einfach wieder einschalten, wenn ich hier fertig mit dem Film bin. Und von daher ist das ganz easy und dann stört mich auch nicht der Lüfter, der da dran ist, denn der entwickelt natürlich ein Geräusch, was ganz, ganz logisch ist. Dazu nochmal kurz gesagt, es gibt natürlich Techniken, die schon ausgereifter sind. Das heißt, es gibt LEDs mittlerweile, die brauchen keine Lüfter mehr. Die geben das Ganze tatsächlich an Alugehäuse ab und dementsprechend wird die Wärme abgestrahlt. Aber bei dem Aspekt müssen wir einen ganz wichtigen Faktor berücksichtigen, das ist nämlich das Geld. Ne? Also die Lampe, die ich jetzt habe, war relativ günstig, im Verhältnis auch, sagen wir mal, gleich mit der Easy LED, die ich betreibe. Also da tut sich nicht viel vom Preis her. Nun ist aber so gegeben tatsächlich, dass, jetzt habe ich den Faden verloren, lol, weil ich da oben gerade jemand trampeln hören habe. Ja, ist das eine Bar? So, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Licht, Länge, Dauer. War ich denn gerade? Ich muss mal just einen Cut machen, gucken, was ich gerade gequatscht habe. Null. Das war nämlich Faktor Geld. Ne? Ein ganz wichtiger Faktor, was solch ein Gerät, eine Lampe natürlich dementsprechend kostet. Das heißt also, die neuere, ausgereiftere Technik in dem Sinne, lassen wir mal dahingestellt, ist so, dass sie halt mehr Geld kostet. Und von daher muss jeder für sich entscheiden, welche Pflanzenleuchte, Pflanzenlampe er dementsprechend bei sich dann, ich sag's mal, am Laufen hat. Die Easy LED, die wir haben, reicht vollkommen aus für alle Zimmerpflanzen, tatsächlich auch für die tropischen Pflanzen, vollkommen ausreichend. Alles wächst wunderbar darunter, sogar Chilis wachsen darunter, Tomaten wachsen darunter, zumindest die Zwergtomaten. Und bei anderen Sachen, die jetzt, sage ich mal, etwas exotischer sind, die mehr Licht brauchen, in der Regel zählen dazu auch natürlich ja, fleischfressende Pflanzen, die brauchen tatsächlich wesentlich mehr Licht. Das bin ich jetzt im Ausprobieren. Ich habe jetzt ein paar schon mal runtergestellt bei die Beleuchtung, weil die Beleuchtung werde ich demnächst auch woanders hinbringen. Denn hier habe ich jetzt einen Abstand von circa 40 cm. Ich werde den Abstand vergrößern bei der einen oder anderen Pflanze auf bis zu 1 Meter. Vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, welche Pflanze ich halt dementsprechend darunter stelle oder auch positioniere. Ich kann die Pflanzen ja auf verschiedenen Höhen positionieren. Da muss ich einiges noch ausprobieren, inwieweit das dann tatsächlich relevant ist, da die Pflanze ja mehr Licht abgibt, als die, die wir jetzt betreiben. Und von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da auch unter Umständen das Ganze auf 1,50 Meter tatsächlich im Abstand halten können oder sogar noch mehr, abhängig natürlich von der Pflanzenart, logischerweise nicht. Wir haben ja schon gesehen, je nachdem wie die Pflanzen gehalten werden, dass sie auch mit ganz, ganz wenig Licht auskommen können. Das ist auch schon mal interessant, dass wir das so mitgenommen haben. So, das kurz am Rande erwähnt, damit ich auch hier langsam weiterkomme, denn ich habe so viele Ideen im Kopf. So, jetzt habe ich 2 Sachen schon mal drunter stehen gehabt für ein paar Tage. Die Aussaaten, einmal die Physalis und einmal die Chili hier, die gucken wir uns gleich etwas näher an, denn ja, hier gibt es auch so 2, 3 Faktoren, die man sehen kann, mitnehmen kann, was also für die Pflanzen wichtig ist, denn nicht nur das Licht, wissen wir ja, mittlerweile haben wir 5 Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind. Gut, nehmen wir das lieber auch noch dazu, dann haben wir 6 Faktoren in dem Sinne, okay,
So, dann schauen wir uns die beiden jetzt mal kurz an. Das kann ich hier beenden, dieses Projekt möchte ich jetzt nicht sagen, diesen Versuch. Also da hat sich jetzt wirklich nichts getan. Das ist also, das haben wir dann so schon mal mitgenommen, dass wir das abgearbeitet haben. Okay, komm, dann schauen wir uns jetzt mal kurz an. Wachstumsfaktor Licht. Ich zeige euch mal kurz, wo die Pflanzen stehen unter der Beleuchtung, unter der neuen. Und von der Höhe her gegeben stehen sie bei ca. 14.000 Lux. Sage und schreibe 14.000 Lux. Das heißt auch Klartext, wir können die Lampe höher hängen, die in dem Fall nicht, sondern die Pflanze dementsprechend tiefer stellen. Also da werde ich, wie gesagt, ein paar Experimente noch machen, um euch dann auch dementsprechend, ich sag mal, vielleicht einen Erfolg zu zeigen. So, Wachstumsfaktor Licht. Wir sehen hier Physalis. Die sind vor kurzem gekeimt. Einer ist jetzt noch nachträglich gekeimt und der zeigt uns jetzt, was Tatsache ist. Also ist jetzt etwa seit einem Tag offen. Der ist richtig schön grün. Hier sehen wir tatsächlich, dass sie die anderen Pflanzen jetzt schon etwas länger unter der Pflanzenlampe stehen, ein kräftiges Grün bis hin zu Lila schon entwerfen, farbtechnisch gesehen. Also sie sind tatsächlich überversorgt. Die Erde, Kokoserde, ist nicht aufgedüngt. Das werden wir jetzt demnächst machen, aber das ist tatsächlich so gegeben. Wenn ich sehe, nicht aufgedüngte Kokoserde pflanze, mache ich das dann erst, wenn ich sehe, dass die Wurzeln sich entwickeln, dass sie auch Nährstoffe aufnehmen können. Hier können wir jetzt tatsächlich eine Wurzel sehen, die hier herunterwächst. Also können wir davon ausgehen, dass das Wurzelwachstum dementsprechend auch in Gange ist. Das heißt, wir können sie jetzt in geraumer Zeit düngen. Allerdings erst, wenn sie weiter weg vom Licht stehen, ne? Weil bei 14.000 Lux ist einfach zu viel. Wenn jetzt auch Nährstoffe dazukommen, ja, das könnte durchaus sein, dass es kontraproduktiv ist, dann dementsprechend, um die Pflanzen richtig zu kultivieren. Das Grün kann man vielleicht auch hier erkennen bei der Pflanze, die noch den Samenkorn hier oben drauf hat. Im inneren Bereich ist das normales Grün. Das kann man also tatsächlich erkennen. Ähnlich wie bei der Pflanze jetzt hier herausgewachsen ist. Und das andere hier, die anderen Pflanzen, sind tatsächlich überversorgt mit Licht. Das kann man so tatsächlich schon mal mitnehmen. Okay, die werden dann jetzt dementsprechend auch mal gedüngt. So, dann kommen wir jetzt hier zum Vergleich zu den Chilis. Das sind die Red Kürbis Shutter Peter. Hier hat sich gezeigt, dass sie also mittlerweile schon gelblich werden. Das kann man also hier im Vergleich sehr schön sehen. Das heißt, hier können wir Nährstoffmangel erkennen bei den Chilis. Aber bei Chilis wissen wir ja auch, dass es eigentlich auch Starkzehrer sind. Also sie brauchen tatsächlich mehr Nährstoff als andere. Auch hier ist der Boden nicht aufgedüngt, im Moment noch nicht. Da kann man also jetzt von ausgehen, wann dünge ich denn? Also dementsprechend, wenn du siehst, dass Nährstoffmangel auftritt bei den kleinen Sämlingen, dann ist es tatsächlich an der Zeit zu düngen. Also hier bei den Physalis können wir tatsächlich noch ein bisschen warten. Müssen wir mal gucken, auch hier dementsprechend, wie viel Licht sie bekommen. Das muss alles so ein bisschen berücksichtigen. So, Wurzelwachstum können wir hier wahrscheinlich noch nicht erkennen im Moment. Nein. Jetzt habe ich gerade meine Schärfe auf manuell stehen. Nein, ich sehe jetzt noch nichts. Aber hier müssen wir tatsächlich düngen, denn die Pflanzen müssen also versorgt werden. Ja, das mal so als Vergleich gezeigt. Ne? Faktor Licht ist also ganz wichtig. Umso mehr, umso besser könnte man denken, aber man kann tatsächlich auch die Pflanzen mit Licht überversorgen in dem Sinne. Okay. Warum ist das Ganze denn jetzt so wichtig? Es ist ganz wichtig, denn nachdem wir uns die Lampe gekauft haben, haben wir natürlich auch einen Stromverbrauch in dem Sinne wieder mehr hier. Und um das zu relativieren, also auszunutzen, optimal auszunutzen dementsprechend, müssen wir herausfinden, wie viel Licht Pflanzen benötigen. Gut, ich habe jetzt schon gewisse Erfahrungen durch die anderen Lampen. Das heißt, daher bin ich natürlich auch ganz klarer Fall auf die Idee gekommen, diese Lampe dann dementsprechend so zu positionieren, dass wir die Pflanzen ausreichend versorgen, nicht überversorgen, um dementsprechend mehr Pflanzen platzieren zu können und die Pflanze so weit, die Lampe so weit wie möglich von den Pflanzen dementsprechend zu entfernen, um das Ganze besser ausnutzen zu können. Und auch dementsprechend die Lichtdauer einzustellen, also wie lange das Gerät an ist, um so wenig Strom wie möglich zu verbrauchen. Dass wir also nicht im Prinzip unsere Energie hier verballern. Ne? Also das nutzt nichts, wenn du ganz, ganz viel Licht hast. Kannst du natürlich machen. Aber stromtechnisch gesehen, Verbrauch, ist es ganz wichtig, da auch zu gucken, was die Pflanzen tatsächlich benötigen. Das berücksichtigen die meisten eigentlich nicht beim Kauf einer Lampe oder im Allgemeinen, wenn sie sich mit Pflanzenlicht beschäftigen, dass man tatsächlich die Pflanzenlampen optimal nutzen kann in der Beleuchtungsdauer und natürlich von der Lichtmenge, das heißt, wie weit man die Lampe tatsächlich von den Pflanzen wegpositionieren kann oder dementsprechend die Pflanzen wegpositionieren von der Lampe, dementsprechend wie hoch sie halt hängt, nicht wahr? Da müssen wir ausprobieren, welche Pflanze mehr Licht braucht, denn dafür könnte das relevant sein, dass wir auch Lampen haben, die mehr Licht in dem Sinne abgeben. Ansonsten bräuchten wir das gar nicht, dann könnten wir ganz normal weiterarbeiten mit der Easy LED, die wir haben.
denn für alle Pflanzen, Zimmerpflanzen, ist die vollkommen ausreichend. Damit kannst du auch einen dunklen Raum ohne Fenster beleuchten und kannst dort Pflanzen drin halten. Das heißt, selbst wenn du YouTuber bist und dir so ein Set aufgebaut hast im Keller oder irgendwo anders und da also kein Tageslicht reinkommen möchtest, aber trotzdem, dass die Umgebung schön ist, dementsprechend auch vielleicht mit Pflanzen gestaltet, dass du also tatsächlich dort solche Lampen auch nutzen kannst. Ne? Also das, denke ich mal, auch sehr interessant zu wissen für alle, die im Keller filmen. So, ja, Keller und Betonwand, weißt Bescheid? Nein, meistens nicht, aber der eine oder andere. So, das, denke ich mal, ist jetzt das für mich gewesen, was ich euch mitteilen wollte. Wir haben die Lampe natürlich geschenkt bekommen in dem Sinne und von daher habe ich die Möglichkeit, das auszutesten. Ich würde natürlich auch ganz andere Lampen austesten, die technisch schon etwas weiterentwickelt sind oder anders entwickelt sind, sagen wir es mal so, auch dementsprechend ohne Lüfter oder auch mit Lüfter, wie auch immer. Das Problem ist halt nur, das kostet einen Haufen Geld und das kann ich nicht bewerkstelligen. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dann dementsprechend solche Lampen zur Verfügung gestellt zu bekommen in dem Sinne. Ne? Okay, so, ja, Moment mal, bis gleich. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Chili an, die hier ja, im Test ist im Prinzip. So schaut die Krone jetzt aus. Und dazu möchte ich das mal ganz kurz verdeutlichen. Hier sehen wir den Topf. Ich hole sie mal eben raus hier. So, man hat es auch schon gehört. Das ist tatsächlich jetzt trocken hier. Jetzt ist aber so gegeben, ich hatte es ja schon erwähnt, aber ich möchte es einfach nochmal zeigen. Wenn wir jetzt hier zu viele Nährstoffe drin hätten, also Salze, dann würden diese Wurzeln jetzt tatsächlich vertrocknen, beziehungsweise Wasser entzogen bekommen und dann würde die Pflanze sofort sterben. Also tatsächlich, man sieht, die Pflanze ist, ne, ich habe das Wasser jetzt nicht rausgesogen aus dem Topf, ne, sie ist straff, kräftig, grün, es funktioniert. Aber wie gesagt, nur wenn ganz wenig Salze hier tatsächlich drin gegeben sind. Von daher muss man bei dieser Verfahrensweise aufpassen. Ne? Umso kleiner der Behälter ist, wo eine Pflanze drin steht, umso vorsichtiger muss man dementsprechend mit den Nährstoffen sein, wenn sie mal unter Trockenstress dementsprechend kommt. Okay, dann werde ich sie jetzt gleich mal gießen. Düngen brauchen wir jetzt nicht, denn sie ist noch kräftig grün. So, jetzt habe ich gerade gesagt, wir brauchen sie nicht düngen. Weißt du was, wir düngen sie doch aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe sie schon lange nicht mehr gedüngt und von daher werden wir das einmal kurz machen. Wir haben ja hier noch das Wasser angesetzt mit Nährstoffen. Mach ich das jetzt mal ein bisschen hier rein. Tada! Da hatten wir ja 1000, was war das? 1080 Mikrosiemens oder so in der Richtung. Also das ist vollkommen ausreichend dann in dem Fall. Der Behälter ist geschlossen, das heißt also hier kann nichts rauslaufen. Dementsprechend kann ich sie auch sehr gut tränken. Sollte nicht im Wasser stehen, aber sie kann doch ruhig richtig schön jetzt dementsprechend erstmal, man merkt es auch schon so ein bisschen am Gewicht, dass also die Erde richtig durchfeuchtet ist. Okay, jetzt ist unten steht ein ganz kleines bisschen Wasser drin, aber das ist auch nicht so tragisch, das macht nichts, das ist relativ schnell verbraucht wieder. Hier müssen wir jetzt allerdings aufpassen, Trockenstress, ne? Weißt Bescheid, die darf jetzt nicht trocken werden die ersten paar Male. Ne? Also hier müssen wir darauf achten, dass sie also jetzt auch dementsprechend das Wasser verringert in der Erde, also dementsprechend es anfängt abzutrocknen hier an der Oberfläche, dann wird sie auch wieder gegossen, allerdings dann mit reinem Wasser ohne Nährstoffe. So, bei den Sämlingen, die wir jetzt hier haben, auch die werden wir heute düngen das erste Mal, damit sie also mit Nährstoffen versorgt werden. Ich stelle sie jetzt nochmal hier unten drunter bei ca. 14.000 Lux, werde das noch so ein paar Tage beobachten, das Ganze. Und dann muss ich mal gucken, dass ich das endlich fertig bekomme, da wo die Lampe eigentlich hin soll. Nach Möglichkeit möchte ich einen dunklen Raum haben, also ohne Fenster, um das auch nicht zu verfälschen. Dann müssen wir mal gucken, wie ich das handhabe. Auf jeden Fall sind wir da jetzt schon mal einen kleinen Schritt weiter. Wichtig ist halt bei der ganzen Tatsache, dass wir da jetzt das mal mitgenommen haben, diese Faktoren, die wichtig sind. Liebe spielt auch eine ganz große Rolle. Dass wir also wirklich das Licht optimal ausnutzen vom Energieverbrauch. Ja, ich werde euch bei Gelegenheit die Tage nochmal zeigen, wie viel Strom das Ganze tatsächlich verbraucht. In Geld gesehen auch dementsprechend, damit man das mitnehmen kann, damit man auch so ein bisschen, ja, das Ganze auseinanderziehen kann. Ne? Umso kürzer du die Lampe an hast, umso weniger Strom verbrauchst du dementsprechend Geld. Oder dementsprechend, umso weiter die Pflanzen wegstehen von der Lampe, umso mehr Pflanzen kannst du hinstellen, dementsprechend das Ganze geldtechnisch gesehen besser ausnutzen. Das bringt nämlich nichts, wenn du jetzt nur eine Lampe hast und da stellst du da ein paar Pflanzen drunter und stellst die Lampe fast oben drüber und die Pflanzen brauchen das gar nicht. Von daher wäre das natürlich absoluter Blödsinn. Das sind so Faktoren, denke ich mal, die man auch mal, ich sag mal so, rüberbringen sollte. Ne? Damit wir das verinnerlichen, mitnehmen und selber Gedanken drüber machen. Denn ich bin auf diese Gedanken gekommen und möchte euch die mitteilen, von daher schauen wir, wie es da weitergeht. So, Licht, ja, ganz wichtiger Faktor, pass mal auf. Eins zeige ich euch noch, es gibt nämlich ein Phänomen, das schauen wir uns auch jetzt mal an. Ganz kurz nochmal gezeigt, von oben sieht man es tatsächlich besser als von der Seite.
Ne? Die Pflanzen sind alle kräftig grün hier am Wachsen unter der Easy-LED-Beleuchtung. Vollkommen ausreichend. Im unteren Bereich haben wir so um die 400-500 Lux. Und umso höher wir kommen, umso mehr wird das Ganze. Ja, den Kasten nebenan, den werde ich jetzt mal wegtun. Das hat sich erledigt. Ja, hier eine Mandarine, die wir sehen. Auch die wächst tatsächlich unter der Easy-LED-Beleuchtung. Das ist jetzt der Neuzuwachs gewesen, der jetzt vor kurzem gekommen ist. Und der ist jetzt hier herausgewachsen. Also tatsächlich, es funktioniert genialst. Lichtmenge ist vollkommen ausreichend. Ja, okay, ne, dass wir das mal so mitnehmen. Umso, ja, es ist nicht mehr Licht, heißt nicht mehr Pflanze. Sondern optimales Licht heißt Klartext. Es wächst, okay? Der Kaktus hier, der hat sich mal wieder runtergebeugt. Das ist auch so ein Phänomen. Man richtet er sich auf, da legt er sich wieder hin. Okay, nur mal kurz so mitgenommen. Ja, also, ne? Ist schon genial. Wie viel mehr Licht brauchen wir eigentlich? Guck mal, hier ist der Rasen. Ich habe mir jetzt lange Zeit nicht mehr gemäht. Müsste ich eigentlich mal wieder machen. Aber hier hat sich etwas gezeigt. Und zwar wächst hier etwas drin im Rasen. Und zwar da. Ja, das ist Petersilie. Frag mich nicht, wie die dort hineinkommt. Habe ich keinen Plan. Ist einfach hier drin gewachsen. Ich habe sie dort nicht eingesehen. Aber wir sehen auch, die Petersilie hat ein kräftiges Grün mit den Lichtverhältnissen. Lol, ich messe gleich. Mit den Lichtverhältnissen, die wir gegeben haben. Hier ist nämlich auch nicht, gar nicht ganz so viel Licht. Und trotzdem ein wunderschönes, kräftiges Grün. Woran liegt das denn? Nächster Faktor. Obwohl, haben wir eigentlich schon Erde. Und zwar haben wir hier dieses mineralische Substrat von Vulcatec, vielleicht kann man es hier erkennen. Ja, also auch das ist ganz, ganz wichtig zu berücksichtigen, welche Erde man tatsächlich benutzt, um Pflanzen wachsen zu lassen. Ja, also hier scheint tatsächlich dieser Faktor ganz wichtig zu sein, denn wie wir sehen, die Petersilie ist nicht geschossen, hat ein kräftiges, wunderschönes Grün. Ja, das ist merkwürdig, ne? So, hier hat er sich ein Teil mal verabschiedet, hier kann man das sehen. Hier hat er sich mal ein Pilz entwickelt. Dort sind die Pflanzen abgestorben. Aber ich habe das so gelassen, weil ich das einfach beobachten wollte, wie weit sich das hier weiterentwickelt. Ansonsten ist das Gras also sehr schön gewachsen, muss ich sagen. Jetzt habe ich ein kleines Loch hier reingemacht, ein Nest. Okay, ich muss jetzt sowieso mal wieder schneiden. Okay, also auch der Faktor ist ganz wichtig, ne? Welche Erde man verwendet, um Pflanzen richtig wachsen zu lassen. Okay. Ich denke mal, das ist auch richtig interessant so mitzunehmen, dass wir tatsächlich mit relativ wenig Licht... Okay, ich hole mal eben das Messgerät. Da sind wir wieder zurück. So, pass mal auf. Ich habe jetzt den Luxmeter hier. Halt den einfach mal hier hin. Leg den hier drauf. Was haben wir hier? Etwas über 700 Lux. Hm? Also relativ wenig. Ich hätte eigentlich gedacht, dass auch Petersilie viel mehr Licht benötigt. Denn wir haben sie ja schon mal hier herangezogen in der Hydroponik. Da hatte sie tatsächlich mehr Licht. Da lagen wir bei 1500 bis 2000 Lux. Ist auch relativ gut gewachsen, aber die ist etwas kräftiger in die Höhe geschossen. Und hier wächst die Pflanze tatsächlich kompakt. Also das hängt hier tatsächlich dann dementsprechend auch mit dem mineralischen Substrat zusammen, das wir verwendet haben hier. Also auch das ist zu berücksichtigen. Okay. Ja, das Ganze kann jetzt etwas verwirrend gewesen sein, ist aber nicht ganz so tragisch. Für mich war es jetzt wichtig, euch das zu zeigen, zu sagen, was ich jetzt so an Erfahrung schon gesammelt habe und vor allen Dingen, wie wir lichttechnisch dementsprechend weiter verfahren. Das eine Bild, was wir am Anfang oder ja, ziemlich am Anfang gesehen haben, wo ich die Pflanzen mal von oben gezeigt habe, auf dem Tisch unter der Beleuchtung, die stehen im Abstand von 50 cm bis zu 1,20 m. Gut, jetzt habe ich natürlich nicht nur diese eine Lampe unter der Decke oben hängen, sondern ich habe noch zwei andere Lampen dort drin hängen, die in einer anderen Höhe stehen, etwas weiter weg von dem Tisch dementsprechend. Also insgesamt gibt es natürlich für die Pflanzen ein besseres, ja nicht, wie soll man sagen, sie bekommen von mehreren Seiten Licht, sagen wir es mal so, ne? Dass also nicht nur von oben Licht gestrahlt wird, sondern tatsächlich der ganze Raum im Prinzip ausgeleuchtet ist und das Licht also mehr oder weniger überall gegeben ist, mehr oder weniger stark dann dementsprechend. Aber tatsächlich ist es so, dass also viele Pflanzen bei 500 Lux, manche sogar darunter, tatsächlich schon wachsen können. So, ich muss mal den Quietscheding an die Seite stellen. So, ich habe das jetzt weg abgearbeitet für mich, damit ich endlich weitermachen kann. Ich möchte mit der neuen Beleuchtung natürlich auch ein paar Tests machen. Und ich habe da viele Gedanken und hast du nicht gesehen, aber alles kann ich nicht verwirklichen, sondern nur das eine oder andere. Und da muss ich natürlich auch gucken, was ich da mache. Und dann mache ich mir jetzt in Ruhe nochmal Gedanken drüber, nachdem ich das Ganze jetzt erstmal abgearbeitet habe. Denn wenn du etwas sagen möchtest, filmen möchtest und hast das tagelang im Kopf und noch andere Sachen und das noch, ne? Also jetzt bin ich ganz froh, dass ich das dann tatsächlich mal im Film wieder mit rübergebracht habe. Ja, diese Faktoren
Faktoren sind wichtig. Es gibt noch einen ganz wichtigen Faktor, den viele nicht berücksichtigen oder ich sag's mal so, der eigentlich etwas vernachlässigt wird, ist tatsächlich CO2, auch für Pflanzen. Ja, ist tatsächlich so, dass man auch normale Pflanzen mit CO2 düngen kann, ist natürlich im Haus nicht gegeben. Ne? Das ist nicht machbar in dem Sinne, aber tatsächlich ist das auch ein Faktor, der eine wichtige Rolle mitspielen kann. Ja, müsste man nachmessen können. Wäre natürlich richtig mal interessant zu sehen, wie sich das tatsächlich in einem Raum verhält, wo viele Pflanzen drinstehen, wie viel Sauerstoff oder CO2 auch tatsächlich im Raum gegeben ist. Wäre auch interessant zu wissen, ob es auch vielleicht daran liegt, dass die Pflanzen besonders gut wachsen. Nun ja, das kann ich jetzt wie gesagt noch nicht sagen, aber das ist auch ein Faktor, der tatsächlich eine Rolle spielt. Dass wir das auch mal kurz mitnehmen. Denn ich denke mal, der eine oder andere, der macht sich mit Sicherheit auch Gedanken darüber, der hat sich schon Gedanken darüber gemacht. Und von daher auch das mal kurz angesprochen. So, dann zu der Beleuchtung ganz kurz. Ganz wichtig ist natürlich, wir werden jetzt erstmal Pflanzen zur Aussaat bringen, die viel Licht benötigen, die also eigentlich nur draußen wachsen, wie beispielsweise Salat, Radieschen, Möhren und so ein Kram. Gut, ich möchte sie jetzt nicht, ich sag's mal so, dort drunter kultivieren, um sie dann zu essen. Nur um die Wachstumsbedingungen kennenzulernen und ob es damit dann dementsprechend möglich ist. Es ist natürlich Quatsch, sich Kopfsalat auf gut Deutsch gesagt unter solch einer Beleuchtung heranzuziehen, denn er braucht auch einige Wochen, bis er soweit ist, wenn es denn funktioniert, bis er tatsächlich essreif ist, genussreif. Also, ne? Von daher ja, ist der Stromverbrauch dann natürlich in keinem Verhältnis mehr. Also dann kostet der Salatkopf wahrscheinlich 10 Euro oder so, das wäre natürlich Blödsinn. Ne? Also, aber das auch mal ganz kurz am Rande erwähnt, ich das ein oder andere denke, okay, wenn ich jetzt Pflanzenlicht habe, dann kann ich mir Gemüse drunter heranziehen. Rein theoretisch ja, aber das ist alles ein Kostenfaktor. Ne? Da muss man in der Relation sehen, wie das Ganze handhabbar ist, machbar ist. Das heißt so, Klartext, wenn wir tatsächlich jetzt auch Salat und Co. Darunter kultivieren können, mit einem weiterem Abstand, denn ich weiß gar nicht, wie viel Lux tatsächlich der Salat dementsprechend benötigt, also Lichtstärke dann dementsprechend, ob der vielleicht auch mit 2000 Lux auskommt oder mit 500 Lux vielleicht oder braucht der tatsächlich 10.000 Lux oder noch mehr. Das sind so Sachen, die erfährst du auch nicht wirklich. Also ich habe so viel recherchiert dann im Internet und gelesen, Foren, hast du nicht gesehen, da wird so viel erzählt und hast du nicht gesehen, aber auf den Punkt kommt da tatsächlich keiner, der dann sagen kann, ja, so und so sieht's aus, so und so viel Licht braucht der Salatkopf, ne, um richtig einen Kopf auszubilden und nicht langstielig in der Gegend herumzuwachsen. Und von daher werden wir diesen Test auf jeden Fall beginnen. Aber ob das mit Erfolg jetzt sofort gekrönt sein wird oder nicht, das werden wir im Laufe der Zeit sehen. Aber nicht sonst möchte ich es jetzt endlich anfangen, damit man eben den Anfang hat. Ne? Weil es ist ja, du machst ja Gedanken und Gedanken und Gedanken, aber wir wissen ja, tun machen, nicht lange lachen, ne? Dann geht's am einfachsten, weißt Bescheid. Okay, so ein Ding gibt es noch jetzt in Kürze nicht, weil im Moment ist alles so lahmarschig bei mir hier. So, wenn es gefallen hat, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald im Reich der Pflanzen. Ja, das mit dem Licht, jetzt hören wir auf, später wieder.